Hier ist wieder die Saar. Herzlich willkommen zu Unterwegs in Dessau 3. Ja, die dritte Woche von den Intensivwochen ist gelaufen. Aber bevor ich davon mehr erzähle, zeige ich euch jetzt erstmal das, was ich wieder für euch gefilmt habe. Film ab! Heute machen wir ein Follow Me Around in meiner Wohnung. Oder besser gesagt, die Wohnung von mir und meinem Freund. Viel Spaß! Ich stehe jetzt in der Wohnungstür und zeige euch das jetzt so, wie man reinkommen würde. Da ist gleich mein Spiegel. Und die Garderobe gleich am Anfang und die Klingel. Und wenn man sich umdreht, sieht man hier die Küchenzeile. Ich drehe mich wieder. Hier ist schon mal der Flur. Die Wohnstube. Hier hängt ein Kalender. Ein Fotokalender. Von mir und meinem Schatz. Hier ist unser Festnetztelefon. Hier hängen eigentlich überall Kalender, weil wenn ich mich jetzt nochmal umdrehe, hängt da ein Kalender, den ich von meiner Kita gekriegt habe, wo sie schön das alles selber gemalt hat und so. Da haben wir 15 Jahrestag. November dieses Jahr. So, dann gehe ich mal in die Wohnstube. Hier ist gleich mal die Fernsehecke. Hier sind meine Harry Potter Tassen. Das ist schon leider eine, die Gryffindor Tasse ist kaputt, weil die sonst immer oben stand und mir auch einmal runtergeklatscht ist. So, hier ist die Couch mit ein paar Kuscheltieren, weil ein bisschen bunt möchte man es ja schon haben. Hier ist unsere Urlaubsplanung. Hier ist ein Fenster. Da ist noch ein Fenster. Und das Rollo da oben fehlt. Das liegt nämlich da unter der Heizung, weil mein Freund es geschafft hat, das kaputt zu machen. Hier ist, was mich sofort von der Wohnung überzeugt hat, eigentlich die Notenzeile und Music is my way of thinking. Da fehlt aber noch ein Bild an der Wand, weil ich möchte da auch noch ein Bild wohnen von einer Hochzeit, wo ich mal gesungen habe. Jetzt ist gerade da noch Daniels Kurzzeit und Daniels Spielmannszug zu sehen, weil das halt schön viel mit Musik zu tun hat. So, nochmal ein Blick auf die Couch und den Couchtisch. Das ist eine kleine Kerzenecke. Und da, die Kommode heißt übrigens Ida. Hier im Hintergrund läuft übrigens Bohemian Rhapsody von Queen. Das ist Sprüh. Ein paar Bilder von Franzi, von ihrer Tochter, von mir und meinem Schatz und von Karin, Gitta und mir, wo wir mal Dummheiten gemacht haben. Ein Bild von mir und meinem Schatz, da noch eins, da oben ist ein Bild von mir meiner Gitta und da ist noch mal eins von mir meinem Schatz zum Sachsen-Anhalt-Tag. Damals als barocke Leute verkleidet. So, hier hinten ist ein schönes Stufenregal, was ich finde total in die Ecke passt. Das ist jetzt Bücher-CD-Regal geworden. Ganz viele Kleinigkeiten da drinnen. In dem stehen ein Glasregal, da sind so unsere Spiele und Fotos drin. Da liegt eine Eiskarte von meinem zukünftigen Arbeitgeber. Und schon Geschenke für Valentinstag. Da noch mal einen kleinen Blick auf die Couch und das Bild da oben. Das Bild noch mal neu an die Wand genagelt, denn es hing irgendwie schief. Mit viel Mühe. Und da hat mich ein Kumpel mal von meiner schönsten Seite, denn die schönste Seite kennengelernt.
Hier nochmal ein Blick. Das ist eine schöne Lichterkette. Die blinkert. Die mache ich immer meistens abends, aber wenn wir dann Besuch haben, das macht sich ganz cool. Ja, unsere kleine Küchenzeile, die reicht für zwei. Also ich komme da völlig klar damit. Da gehe ich gleich mal in den Flur. Da hängt mein schönes Poster, was jetzt bestimmt schon 4 Jahre meine ganze Wohnung geschmückt hat. Einfach mal in das Bad. Hier ist die Dusche. Das Badregal. Hier sage ich jetzt nicht so viel dazu, denn da ist die Sandra. Hier ist eine Ente, die habe ich von Gitta bekommen. Die Seifen auch, das ist Seife vom Schaf. Müsste ich sie selber mal fragen. Hier ist die Waschmaschine, Platz für die Waschmaschine ist auch noch. Der Flur nochmal geschmückt mit einem Kalender. Das hat mir die Selina mal gemalt. Das hat mir die Gitta zum Abschied geschenkt. Da haben wir die Gitta und ich. Schätzchen ich, Franzchen und ich und nochmal Schätzchen ich. Ja. Der Flur ist jetzt nicht das große Highlight. So. Hier ist so ein bisschen schlafreich. Dass der Grill da hinten steht, hat den ganz einfachen Grund, dass ich den verscherbeln will und der einfach so mal da hinten steht. Weil er nichts mehr im Keller zu suchen hat. So, und ich gucke jetzt ganz fix mal um die Ecke. Da ist der Arbeitsbereich, der Kleiderschrank und noch meine Lichterkette. So, da gehe ich mal zurück zur Eingangstür und drehe mich nochmal ganz fesch und sage, das war meine Wohnung oder die Wohnung von mir, mein Freund. Ja. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in unsere Wohnung, die von mir und meinem Freund. Könnt ihr jetzt mal ein bisschen bestaunen und ja. So, dann komme ich dann gleich jetzt zu meinen Intensivwochen, weil zu meiner Wohnung gibt es nichts mehr zu sagen. Unsere Wohnung, meine Güte, krieg ich es noch hin? Okay. Outtake. Okay. Zu den Intensivwochen sage ich jetzt gleich, weil es die dritte Woche, wie gesagt, ist gelaufen. Und das dritte Treffen. Und ich habe 600 Gramm wieder zugenommen. Ist ein kleiner Rückschlag für mich. Ich lasse mich davon aber nicht beirren. Ich ziehe es weiter durch. Dazu, zu meinen Intensivwochen und so, möchte ich gleich euch mal ein paar Einkaufstipps dazu erzählen. Aber vorher zeige ich euch noch die Bilder. Und erzähle euch noch ein bisschen was, wie jetzt die Woche gelaufen ist. Also salzlos kochen, das ist bei mir überhaupt nicht schwierig. Meine 4 Gramm Salz habe ich zu mir genommen durch Brot und so weiter. Und das habe ich ganz gut geschafft. Bis mein Freund, der war so ein bisschen so, die Kartoffeln oder der Reis, das schmeckt auch ein bisschen lasch. Und ich so, ne, ich mache einfach kein Salz ran. Ja, da komme ich gleich zum Kochen, weil ich habe halt gemerkt, dass ich viel mehr zusammenstelle. Ich experimentiere viel jetzt. Mit Tofu, mit Pute und mit Hähnchen. Ich habe letzte Woche Freitag ein Hähnchencurry gemacht, das sehr gemundet hat. Mit Kurkuma-Curry, sämtlichen Kräutern plus kein Salz. Mit Basmati-Reis ungesalzen. Da kam es halt zur Sprache, dass der ein bisschen lasch schmeckt. Ja, aber mir macht Spaß. Ich fühle mich noch total toll. Und ja, und mir gefällt es einfach. Also kann nicht meckern. Bloß manchmal, ja, dann wenn man schon so auf Party geht oder so, oder dann möchte man was trinken, man kann nicht, Alkohol ist ja komplett verboten.
Das ist halt blöd, oder man muss halt wirklich im Restaurant sagen, ja, das kann ich nicht essen, das kann ich nicht essen, das kann ich nicht essen, das regt mich ein bisschen auf, aber das ist halt so. Und das ziehe ich auch weiter durch und danach werde ich sehen, wie es wird und das werde ich auch weiterhin durchziehen. Also, ich lasse mich von nichts beirren. Wie gesagt, ich komme jetzt zu meinen Einkaufstipps für euch. Ein paar Leute, die noch nicht so, vielleicht noch keine eigene Bude haben oder noch nicht so bewusst einkaufen gehen. Einfach rein in den Korb. Habe ich jetzt ein paar Tipps. Zum Beispiel beim Obst und Gemüse achte ich zurzeit jetzt auch drauf, dass es saisonal ist. Das heißt, dass es jetzt wirklich die Saison für zum Beispiel Rosenkohl, Möhren und Chinakohl ist. Und da esse ich auch nur das, was da ist. Also ich kaufe keinen überteuerten Kohlrabi oder so. Also dann wirklich bloß, wenn die Saison dazu ist. Jetzt mittlerweile, ja, mache ich das so. Und beim Obst, da bin ich noch ein bisschen, ja, bei Südfrüchten, da mache ich das nicht so. Aber Erdbeeren zum Beispiel oder so, das kaufe ich jetzt nicht. Zum Beispiel Kiwis, Clementine, Äpfel oder Bananen. Die sind ab Februar wieder in der Saison und die kann ich jetzt auch schon essen. Die esse ich nämlich gerne. Aber da muss man aufpassen, wegen die enthalten auch den meisten Fruchtzucker. Also ich esse ab 17 Uhr sowieso keine Kohlenhydrate und Obste mehr. Deswegen habe ich da, ich esse sie meistens so zwischen Mahlzeit und dann bin ich auch gesättigt, weil die auch schön stopfen. So, weiterhin bei den Light-Produkten, wenn es heißt zum Beispiel Frischkäse Light oder was auch immer. Light ist kein geschützter Begriff, kein geschützter Begriff, der da kann auch weniger Sahne drin sein und es ist gleich Light oder so. Deswegen also immer bei solchen Produkten immer die Zutatenliste checken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Nur, dass ihr es wisst. So, ich komme dann gleich zu Dosenfrüchten, die man eigentlich lassen sollte, weil das ist alles gezuckert. Und wenn da drauf steht, nicht gezuckert, da ist trotzdem Zucker drin. Das ist Wahnsinn. Also ich habe keine gefunden, außer Ananas im Eigensaft. Und da war ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob die ohne Zucker sind. Aber es hat geschmeckt. Ja, das muss ich jetzt mal dazu sagen. Besser ist es, wenn ihr euch TK-Früchte kauft, also Tiefkühlfrüchte. Und da auch darauf achten, dass halt die Kühlkette nicht unterbrochen wird und so, also dass ihr dann nicht Matschepampe zu Hause habt oder dann einfach nur einen Klumpen Himbeeren. Das ist doch mal blöd. Da komme ich dann gleich, wenn ich bei den TKs bin, komme ich gleich zum Gemüse. Das ist okay. Besser als solches Dosengemüse, weil das ist ja auch irgendwie lasch. Da kann ich auch gleich Wasser trinken. Aber da ist es auch wichtig. Also da ist es sogar wichtiger als beim Obst, dass ihr darauf achtet, dass das einzeln schön verpackt ist und nicht klumpig oder kein Gefrierbrand hat oder so. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst sind die Vitamine auch weg. Und ja, das ist das gleiche beim Fisch. Tiefkühlfisch. Dass ihr mal guckt, dass die Garnelen zum Beispiel schön einzeln in der Packung rumschwirren und nicht alle zusammengepappt. Weil da ist es echt auch an Krankheiten und so. Also da wäre ich hundertprozentig vorsichtig, obwohl ich so gut wie keinen Tiefkühlfisch kaufe. Ich kaufe den entweder frisch oder so in einem kleinen Schälchen und dann verarbeite ich ihn auch gleich. Ja. Fisch, Fleisch ist sowieso immer besser, wenn man das frisch holt, auch wenn man da ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss, aber es ist, man weiß, wo es herkommt und es ist besser. So, dann komme ich gleich mal zum Fertigsoßen. Die lasse ich komplett weg. Außer die Gemüsebrühe, weil die Gemüsebrühe, ich brauche irgendwoher den Geschmack, aber sowas wie Käse, Schinken, Gratin oder sowas mache ich selber komplett mit fettarmer Sahne, keine Leitsahne, sondern fettarme Sahne oder saure Sahne kann man ja auch nehmen oder halt. Also ich arbeite viel mit Joghurt und Quark.
Ich habe mein Curryhähnchen auch mit Quark gemacht oder mit Joghurt auch oder Ricotta, wie ich es letzte Mal hatte. Ja, das geht also auch. Also man muss nicht unbedingt, man kann, aber man muss nicht unbedingt diese Fertigtüten holen. Also ich sag jetzt auch mal Dressing. Dressing, da kauft man sich Naturjoghurt, haut seine Kräuter rein, wie man das mag und dann ist das okay, dann ist das völlig, dann schmeckt das toller und das ist nicht so. Ja, man kann auch einen Spritzer Öl ranmachen, mein Gott, aber es schmeckt einfach besser und frischer und selbstgemachter und ich finde das sowieso immer toll. Selbstgemacht. Ja, mit Joghurt kann man ja viel mehr machen. Also ich mache meine Zwischenmahlzeiten permanent mit Joghurt. Ich püriere mir Früchte, ich mixe mir Früchte zusammen und mix die alle zusammen und dann mache ich mir Joghurt drauf und dann ist das okay. Oder mal ein bisschen Müsli. Ich habe mir jetzt Cerealien im Rossmann gekauft. In DM gibt es auch schöne Cerealien, die man dann nehmen kann für Müsli. Bin ich sehr begeistert von, weil das ist wirklich alles ohne Zucker. Da steht kein Zucker drauf und da ist auch kein Zucker drin. Mal ein bisschen Honig. Wow. Wenn ich jetzt gleich beim Zucker bin, kann ich euch was empfehlen. Was ich während meiner Lehre zur Hauswirtschafterin, was da gerade aufkam und ich dann aber nie ausprobiert habe und es jetzt wirklich ausprobiert habe bei meinen Zwischenmahlzeiten, mit in den Joghurt getan. Kalorienarm. Stevia. Das ist eine Pflanze, die Zucker abgibt und also kein Zucker, sondern diesen Stevia. Und das ist wirklich kalorienarm. Und man braucht auch nicht viel davon. Also ich nehme davon eine Messerspitze für meinen Joghurt. Das war's. Und da brauche ich auch nicht viel. Es hat zwar so einen kleinen Nachgeschmack, es ist jetzt nicht 100% Zucker, aber mein Gott, man hat eine kleine Süße. Und man hat ja auch den Fruchtzucker schon alleine. Davon wird der Quark, der Joghurt süß. So, jetzt komme ich zu dem schwersten Teil, den ich jetzt sagen muss, denn Süßigkeiten und Pralinen und so, das ist bei mir komplett weg. Also, ja, ich esse zwar mal ein Eis oder mal ein Eis. Ich habe einmal ein Eis gegessen und einmal Schokolade. Also, nee, da greife ich schon gar nicht mehr zu und ja, mal ein Pick-up. Oh, wow. Das ist Süßigkeiten. Ja, man braucht es vielleicht mal, aber doch. Entschuldigung, ich habe Katjes Joghurtgums gegessen. Die sind nämlich lecker. Aber auch nur, also nicht viel, also nicht gleich die ganze Tüte auf einmal, sondern wirklich verteilt. Nicht auf den Tag, sondern wirklich mal auf eine Woche oder so. Also zwei, drei Katjes Joghurtgums mal gegessen. Ja. So, Mineralwasser. Nicht jeder ist ein Fan von Mineralwasser, aber es ist viel besser als zuckersüße Limonade, denn danach habt ihr noch mehr Hunger als vorher. Ich sage Hunger, weil es ist wirklich so. Du trinkst ein Glas Limonade, danach hast du Hunger, danach brauchst du irgendwas zu essen. Das habe ich bei mir selber mitgekriegt. Und jetzt mittlerweile beim Heißhungerattacken. Heißhungerattacken ist ganz schlimm. Entweder ihr esst wirklich Bitterschokolade, richtig bitter, ein Stück, das reicht. Oder ein Glas Wasser trinken. Ich mache das mittlerweile so, wenn ich Hunger habe, ich trinke ein Glas Wasser. So zwischendrin. Also ich muss ja alle 4 Stunden was essen, aber so sonst, ja, trinke ich dann ein Glas Wasser, dann ist der Magen beruhigt, gefüllt und dann ist das. Gucke ich weiter. Oder mache ich weiter meine Dinge? Ja, das waren meine Tipps für euch, falls ihr damit was anfangen könnt. Ist das schön? Falls nicht, ist mir auch egal. die das Video gucken, denen gefällt das vielleicht. Ich grüße auf diesem Weg mal Lena. Ja, hallo. Falls ihr das Video guckt, dann wird sie mir auch antworten? Hallo! Ja. So, dann komme ich gleich. Ein schöner Umschwung, denn Lena ist in meiner
Theatergruppe mit integriert und wir machen ja immer noch die Planung des Stückes. Wir hatten so ein schönes Ersatz-THC am Dienstag mit vielen Ideen und viel, was die Handlung betrifft, auch geplant und es ist wahnsinnig toll, es hat Spaß gemacht. Es tut mir leid für alle, die nicht mit dabei waren, weil es war echt witzig. Und ja, mein Lieblingsthema ist eigentlich immer noch der Mond und sein Tücken, weil ich bin ja auch der Mond. Aber auch was die anderen Planeten, also wir machen ein Stück ja über Planeten und was sie für Charakterzüge haben und so, das ist Wahnsinn. Und das alles sich aus den Fingern zu ziehen, das ist wirklich toll, was wir da so machen, ist echt toll. Also ich kann es euch nur noch mal ans Herz legen, am 5. Mai um 16 Uhr, am 5., 6. oder 7. Mai um 16 Uhr ins alte Theater zu kommen. Weil es ist wahnsinnig toll, wenn das Stück dann erstmal richtig fertig ist. Ich freue mich total drauf. Ich freue mich so, ich freue mich so. Und mit dieser Freude mache ich jetzt das Video zu. Ja, genau. Und da habt ihr jetzt ein bisschen was von mir wieder bekommen. Ein paar Informationen. Und ich sag euch gleich, ihr werdet auch noch ein paar Informationen bekommen von mir. Jedenfalls in den nächsten 5 Wochen noch. Aber danach geht's auch weiter. Denn ich möchte ja das auch noch ein bisschen unter die Leute bringen. Okay, dann sage ich jetzt Tschüssi! Bis zum nächsten Mal!